Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder gebastelt, so ein bisschen Herbstdeko. Ich zeige euch das ein ganz klein bisschen aus der Nähe. Hier und zwar mit Heide. Und hier unten habe ich einfach ein Tablett genommen, ein paar Kastanien und ein Windlicht. Jetzt möchte ich aber gar nicht lange schnacken, sondern euch zeigen, wie ich mir meine Herbstwichtel gebastelt habe. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für den Herbstwichtel brauche ich einmal Heide. Das ist jetzt die Sorte Erika, weil die richtig schön lange Triebe hat. Dann habe ich mir hier schon mal ein Tablett hingelegt. Ich habe hier ganz bisschen Moos. Dann habe ich hier noch ein Schmuckband, zwei Wackelaugen. Dann habe ich hier noch ein Gummiband und eine Schere. Dann ein Pompon und noch ein Stückchen von einer Strumpfhose und ganz dünnes Wickeldraht. Dann habe ich hier noch ein bisschen Baumrinde. Dann hatte ich mir noch Gräser gesammelt und ich brauche auch noch die Heißklebepistole. Als erstes nehme ich mir meine Heide und dieses ganz dünne Wickeldraht. Ich lege die jetzt hin, dann kann ich das nämlich auch besser zeigen. Nimm einmal meinen Wickeldraht, wirklich ganz locker und verzwirbel das hier einmal, dass mir das nicht wieder auseinanderspringt. Jetzt stelle ich meine Heide eben einmal so hin, halte hier oben die Spitzen so ein bisschen fest und gehe ganz locker mit dem Draht hier um zu. Wirklich ganz locker, das soll ja ein bisschen Form haben. So, wenn ich jetzt ein paar Mal hier rumgegangen bin, jetzt drehe ich das einmal rum, dann könnt ihr das besser sehen, mache ich das bei den Spitzen und umso weiter ich nach oben komme, desto fester wickel ich meinen Draht dazu, um zu. Weil ich möchte ja eine Spitze hier haben. Dann wiege ich wirklich so ein paar Mal hier rum und hier oben noch ein bisschen mehr. Ich glaube, jetzt kann man das schon sehen. Jetzt hat man hier nämlich schon so eine Spitze. Und dass ich das so ein bisschen besser so biegen kann, gehe ich jetzt hier noch so ein paar Mal mit dem Draht hier rum, damit das richtig schön fest ist. Hier oben auch noch mal. Und dann kann ich mein Draht hier schon einmal abschneiden. Und dann habe ich schon mal die Grundform von meinem Wichtel fertig. Als nächstes wird erstmal der Topf umkleidet, also verschönert. Jetzt dazu nehme ich mir mein Gummiband, lege das hier einmal rum. Ich habe jetzt extra ein gelbes genommen, damit man es besser sehen kann. Jetzt stelle ich mir meinen Heidetopf hin. Nimm mir meine Baumrinde und kann die jetzt hier zwischenklemmen. Ich zeige euch das mal eben so. Ich stelle die auch hin, damit das unten schön gerade ist. Und jetzt kann ich mir meine Rinde um den Topf um zu schön verteilen. Ich zeige euch das mal eben. Jetzt sieht das so aus. Und jetzt habe ich ja überall hier noch so Lücken. Und da nehme ich mir mein gesammeltes Moos und mit der Heißklebepistole, dann mache ich mir hier mal so einen Klecks drauf und setze dann da noch Moos dazwischen, damit dann hier auch der ganze Topf gut damit verkleidet ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt habe ich meine Lücken alle mit Moos noch hier zugemacht, dass man den Topf nicht so sieht. Ich glaube, da vorne könnte ich auch noch ein kleines Stückchen hier reinquetschen. So, das reicht schon. Wem das zu rutschig ist, der kann natürlich hier unten noch einmal mit der Heißklebe vielleicht auch noch mal die Rinde befestigen, aber normalerweise hält das mit einem starken Gummi eigentlich ganz gut. Jetzt nehme ich mir mein Schmuckband. Ich habe hier jetzt so eine Kordel. Nee, Kordel ist das ja gar nicht. Doch, ein Schmuckband ist es. Und klebe das hier einmal um zu. Und dann mache ich das so, dass ich damit das Gummiband verdecke. Jetzt kommt auch schon der Bart dran. Dazu nehme ich mir wieder mein dünnes Wickeldraht und mache das eben einmal so ein bisschen fest, damit mir das nicht so auseinanderspringt. Da kann ich mir meine Schere nehmen und schneide dann hier oben die Zipfel alle ab. Und jetzt habe ich mir hier schon meinen Bart aus Gräsern. Dann muss man sich natürlich überlegen, was die Vorderseite sein soll. Dies soll bei mir die Vorderseite sein. Ich hatte mir gedacht, dann mache ich das so.
Dann nehme ich mir wieder meine Heißklebepistole, mache da wirklich einen ordentlichen Klecks dran und platziere mir dann meinen Bart. Da muss man ihn bis einmal kurz festhalten, bis der Kleber angezogen ist. Und dann hält das auch schon. Als nächstes kommt die Nase dran. Dann nehme ich mir meinen Pompon, nehme hier mein Stückchen von der Strumpfhose, lege das da so rein. Und dann ziehe ich das hier so fest. Dann kann man hier hinten einen Knoten dran machen und dann ist die Nase auch schon fertig. So, den oberen Zipfel habe ich jetzt abgeschnitten und dann kann ich denn hier oben meine Nase dran kleben. So sieht das schon mal fast fertig aus mit dem Bart und mit der aufgeklebten Nase. Und als letztes werde ich jetzt noch meine Wackelaugen da dran kleben. Jetzt ist der Herbstwichtel schon fast fertig und zum Abschluss kann man mit der Schere noch so ein bisschen frisieren. So die Überstände, was so an der Seite ist, noch so ein bisschen abschneiden. Jetzt sind meine Wichtel fertig und ich kann die schön dekorieren. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit einfachen Mitteln noch so Tolles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach und sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke. Jetzt sind meine Wichtel fertig und ich kann die schön dekorieren. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit einfachen Mitteln noch so Tolles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach und sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke.